Hallo ihr Lieben, ich habe neben mir die Ariane, also Ariane und Ariane. Wir beiden Arianes. Und die Ariane Schröder ist Musikbloggerin. Und wir beide unterhalten uns heute mal so ein bisschen über Kommunikation beim Bloggen. Ariane, ich hatte neulich einen Journalisten zu Gast und der hat mir gesagt, er schreibt sehr gerne, aber das Sprechen so im Leben, das ist jetzt so nicht so sein Ding. Wie ist es bei dir? Das kann ich für mich nur total unterschreiben. Das ist lustig, dass es so viele Menschen gibt, die sehr kommunikativ schreiben, aber sagen so, das Sprechen im Leben ist nicht so mein Ding. Ja. Aber ich glaube, dass man grundsätzlich dieses Bedürfnis hat, sich irgendwie auszutauschen und seine Gedanken so mitzuteilen. Und wenn man halt die Stärke in der Kommunikation auf verbaler Ebene nicht hat, dann greift man sich, glaube ich, Stift und Papier oder heutzutage dann Laptop oder iPad und lässt das auf diese Art und Weise dann raus. Das finde ich super. Das heißt, das Bloggen auch als Möglichkeit, kommunikativ in Kontakt zu treten, wenn man eigentlich eher der Typ schüchtern oder eher ein bisschen zurückhaltend genau. ist. Genau. Man kann sich ja da so ein bisschen hinter verstecken. Man muss ja nicht alle sozialen Netzwerke mitbedienen, wie YouTube oder so. Da bin ich noch so ein bisschen zurückhaltend. Am Anfang vielleicht. Am Anfang, genau. Mhm. Aber ich arbeite mich da auch gerade so ein bisschen rein und denke so, vielleicht... Das heißt auch als Chance, sich dann weiterzuentwickeln und dann vielleicht ein Training machen mit mir und Spaß zu haben. Dann auch das Ganze zu kommunizieren, denn letztlich ist natürlich so ein Video auch ein wichtiges Medium, um den Vlog zu ergänzen, ja, oder? Genau. Was zeichnet denn jetzt so deine Sprache im Netz aus? Oder wie ist das? Also gibt es die typische Blogsprache oder hat jeder so seine eigene Sprache? Also interessant ist doch zum Beispiel, dass man immer du eigentlich verwendet, ja, oder? Nicht genau, sie. Ja. Also ich habe in einem Blog noch kaum sie gelesen. Nee, genau. Also es ist schon so eine sehr persönliche und sehr direkte Ansprache. Nicht so wie der Zeitungsstil, der sehr sachlich ist und einfach nur die Fakten auflistet, sondern in so einem Blog ist man eigentlich schon in der direkten Kommunikation. Also wenn ich einen Bericht schreibe für meinen Blog, über ein Konzert erzähle oder so, dann denke ich immer, ich schreibe jetzt einen Brief an einen guten Freund und erzähle ihm, ich war gestern auf dem und dem Konzert und es hat mir gut gefallen und warum mir das gut gefallen ist, was genau da passiert ist, ist immer so mein persönlicher Gedanke. Ich erzähle es jetzt einfach einem guten Freund, was gerade so in meinem Kopf vorgeht. Das heißt, es ist auch dialogisch dann in dem Fall. Also ja, so als hätte man einen Gesprächspartner. Genau. Du, und wie reagierst du, oder ist es vielleicht ist auch noch gar nicht vorgekommen, aber wie reagierst du, wenn jetzt irgendjemand Kritik da unter deine Blogs postet und vielleicht dann auch unsachlich ist? Ja. Kommt das vor? Das kommt natürlich vor, ja. Ich habe auch schon Kommentare gehabt, wie du bist scheiße und du kannst das gar nicht. Warum machst du das überhaupt? Hör doch auf und so. Mhm. Aber ich versuche das zu ignorieren. Weil in erster Linie mache ich das ja für mich. Ach, du machst das in erster Linie für dich? In erster Linie mache ich das für mich. Das ist sehr egoistisch. Okay, das heißt, du ignorierst es und löscht es? Ich versuche das zu ignorieren. Es gibt natürlich immer Tage, wo man vielleicht so ein bisschen empfindsamer ist, wo man das dann schon ordentlich runterziehen kann. Ja? Ja. Da kann 200 positive Kommentare sein und eins negatives und darauf fokussiert man sich dann. Ja, alles ist scheiße und ich höre sofort auf. Ja, wie schade, ist demotivierend. Ja. Aber wie wichtig ist überhaupt der Austausch unter dem Blog, also unter dem Artikel, unter dem einzelnen Artikel? Geht es darum, wirklich in Austausch zu kommen oder ist es mehr, dass du dich mitteilst? Da? Ist es mehr so, wie ein Monolog halten oder einen Vortrag halten? Also mein Blog gehört ja noch zu den kleineren, sage ich jetzt mal. Ich habe noch nicht so viele Kommentare, gerade jetzt, wo gerade alles leider mein Kind. Okay, du hast auch noch ein Internetproblem. Genau, ja. Serverproblem. Mhm. Aber in der Regel ist es ja so, dass es in einem Blog schon um die Kommunikation miteinander und um den Austausch geht. Also gerade in den Kommentaren oder dass man dann über Nachrichten sich mit seinem Publikum, sage ich mal, das dann die Beiträge liest, austauscht. Also ich finde das als Ziel auch sehr wertvoll, weil ich es manchmal schade finde, dass eigentlich nur noch kommentiert wird. Ja. Also bei Facebook fällt mir das sehr auf, dass es eigentlich nicht mehr darum geht, wirklich in Diskussionen zu kommen, sondern eigentlich haut einfach nur noch jeder so sein Statement darunter. Heißt ja auch Kommentar. Ja. Und letztlich ist es nur ein Kommentar. Und ein Kommentar ist ja jetzt auch nicht gerade ein Gesprächseröffner. Siehst du da eine Chance, dass man da trotzdem irgendwie... Also ist es vielleicht auch die Art der Sprache oder gibt es da eine Chance, tatsächlich irgendwas Kommunikatives daraus zu machen und nicht nur so ein Monologisieren, weil ich fände es jetzt irgendwie ganz schade, wenn die Leute einfach nur noch ihre Statements abgeben. Ja,
Ich glaube, dass man sein Leser- oder Zuschauerpublikum auch so ein bisschen dazu vielleicht erziehen muss. Ja? Ah, okay. Dass man, glaube ich, auch konkret schon einfordern muss, dass man jetzt zu diesem Thema eine Diskussion haben möchte und nicht irgendwelche blöden Kommentare. Ah. Dass man vielleicht auch konkret dann Fragen stellt, die dann beantwortet werden können, wenn dann Interesse besteht, sich an diesem Themengebiet zu beteiligen. Das finde ich schön und das finde ich jetzt auch einen schönen Aufruf an euch Zuhörer, dass ihr euch vielleicht wirklich versucht, immer aktiv in Diskussionen einzubringen und nicht nur zu kommentieren, also egal, ob es jetzt negativ oder positiv ist, sondern es wäre einfach schön, ein bisschen den Dialog zu bewahren. Dann ist es das, was du sagst, dann ist es einfach eine andere Art der Kommunikation. Richtig, genau. Aber nur so sein Statement geben ist ja irgendwie nicht Kommunikation, sondern ist ja nur irgendwie Mitteilung, nur senden. Richtig. Es wird dann halt auch oft auch unsachlich und bösartig in den Kommentaren, ist mir aufgefallen. Mein Bruder hat neulich, der studiert soziale Medien, und der hat versucht, so eine Diskussionsrunde anzuregen mit vielen Fragen, wo er, glaube ich, seinen Freundeskreis immens mit überfordert hat, was da in seinem Kopf so alles vorgeht, ist manchmal einfach unfassbar. Aber das ist doch auch ein wichtiger Tipp, ne? Eine Frage stellen, gut, aber nicht so viele Fragen. Nee, es waren, glaube ich, 10 verschiedene Fragen, die man mindestens eine Stunde hinterher diskutieren kann. Okay. Und ich glaube, da waren alle einfach mit überfordert. Aber das ist schon wichtig, oder? Also in so einem kleiner Blogartikel, der sollte sich wirklich dann auf ein Thema möglichst fokussieren, oder? Und dann eine Frage stellen. Genau. Maximal zwei, ja. Das sollte man schon ein bisschen eingrenzen, weil sonst bin auch ich überfordert. Was gibst denn du so für einen Tipp an junge Blogger, die sagen wollen, jetzt würde ich jetzt auch gerne mit einem Blog starten? Was muss man so mitbringen an Kompetenzen und an Engagement? Mhm. Also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist immer, dass man Spaß dran hat. Ja. Und bin ich auch ganz sicher. Ja, natürlich. Sonst sollte man es vielleicht auch gar nicht machen. Das das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und dann finde ich, ist es immer sinnvoll, wenn man sich so ein persönliches Ziel setzt. Für mich ist es jetzt einfach so eine persönliche Herausforderung. Wie gesagt, mein Tritt in den Hintern rauszugehen und Dinge zu unternehmen und mich in der Kommunikation zu stärken und mich zu konfrontieren und zu verbessern. Mhm. Aber da kann auch jeder sein eigenes Ziel irgendwie setzen. Ja? Da gibt es ja genug Möglichkeiten, was man mit so einem Blog machen und erreichen und schaffen kann. Das sollte man vielleicht vor Augen haben, irgendwie vielleicht, wenn es auch nur in der Ferne ist. Und einfach mal starten. Einfach mal starten. Es kann eigentlich nichts schief gehen. Denk frühzeitig daran, ein Backup zu machen. Oh ja, ja. Ein wichtiger Hinweis. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schreiben. Bleibt dialogisch. Genau. Und schaut mal vorbei im Frühmorgensblog. Genau, würde mich freuen. Ciao. Tschüss.